So, hallo. Heute waren wir unterwegs mit dem Motorrad und mit dem Richard und einem Boxer, einem Freund von mir. Der Mann ist 72, der hat sich einen Traum erfüllt, der hat sich sein Big Bike gekauft. Da haben wir eine kleine Runde gedreht. Schaut es euch mal an. Ich bin total begeistert. Mich hat es total gefreut. Okay, heute Morgen sind wir unterwegs mit dem Motorrad, der Richard und der Jürgen. Und fahren einfach mal eine Runde. Schauen wir mal, wie es aussieht, wo wir rauskommen. Setzen wir, wir fahren so Richtung Kapong. Schon mal Hausstrecke eigentlich. Hast du unsere Sackgasse? Dreh mal wieder rum. Nee, Sackgasse ist es nicht. Da macht er mal keinen Kopf. Ne? Du hörst schon ab und zu den Ventilator laufen? Meistens sehe ich gar nichts. Das ist so ruhig, das Ding. Ich meine, Schatz, Elektrokarre her. Wäre Zeit, dass da was gemacht wird. Also ja. Das ist ja nicht mehr. Das ist ja doch, am Ende vom Jahr, wenn ich wieder komme. Boxer, du weißt schon, wenn da nichts kleppert, dann sind die Schrauben fest, das ist auch gut. Ja, also jetzt hängt ja echt wohl deine Kohle zusammen. Ja, das ist sowieso. Der Auspuff kostet dich zwischen 3.000 und 5.000 Watt. Und jetzt zum Ummelden kannst du sowieso nicht drauf machen. Ja. So fährst du jetzt zum Typen, alles ist gut. Ich weiß nur, wie es ist. Wenn ich Krach haben will und dann fahre ich mit meiner Kiwi. Als Stadtmotorrad.
super schöner Tag. Schöne kleine Ausfahrt. Biene im Gesicht. Einfache Runde gedreht. Jetzt haben wir eine kleine Runde gedreht und sind beim Richard. Dort trinken wir noch ein Abschlussbierle. Das dürfen wir ja. Und war eigentlich schön. Glück haben wir gehabt mit dem Wetter, gell? Super! Zwischendurch war es mal kurz ein bisschen tropfig. Die Kunst von unserer verstorbenen Mörderband. Ja, ich fährt mit uns mit am 4. Mai an seinem ersten Todestag. Ja. Gut.